Das Finale bricht an, meine lieben Freunde, hier bei GTA 3. Nur noch zwei Missionen und eine davon machen wir jetzt. Ich habe mir meinen Plan zurechtgelegt, wie ich es machen möchte, um hier das 100% Let's Play zu erreichen. Und es wird folgendermaßen ablaufen. Uns fehlt laut Liste die zwei Missionen, zwei Päckchen, die Sanitätermission und die 20 Bürgerwehrmission. Hier in Chosselwell. Mehr nicht. Ah, das war alles. Das macht angeblich noch 10% aus. Keine Ahnung, inwieweit das stimmt. Vielleicht geben die Missionen ja wirklich sehr viele Prozent. Vor allem die letzte. Warten wir es ab. Ich werde jetzt in dieser Folge die vorletzte Mission machen. Die für uns wichtigste Mission. Und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Dann kann ich versuchen, je nachdem wie viel Zeit uns zum Ende der Folge bleibt, dann kann ich mal versuchen, und die Import-Export. Und dann kann ich mal versuchen, die 5 Sterne zu erreichen und einen FBI-Wagen klauen. Wenn mir das gelingt, alles gut, wenn nicht, nicht. Dann läuft das Ganze folgendermaßen ab. Ich muss dann erstmal so lange warten, bis ich eure Kommentare zwecks der letzten zwei Päckchen lesen kann. Und sobald ich die gelesen habe, mache ich die letzte Folge von GTA 3, wo wir die letzte Mission machen, die Bürgerwehrmission mit dem Panzer, den Panzer direkt danach abgeben, naja, und die zwei Päckchen halt holen. Und dann war es rein theoretisch, weil Krankenwagenmission und so steht jetzt mal ganz, ganz offen im Raum. Ne? Weil, ich weiß es ja auch nicht, nämlich... Und das Dumme ist nämlich, warte mal. Das Dumme ist nämlich, ich weiß ja, dass da hinten der Panzer ist und man kann da ja auch hinfahren. Das Problem ist nur, man kann halt nicht einsteigen, weil er verschlossen ist. Jetzt steht er sogar nicht mal da. Ist auch eine Ansage, der steht einfach mal nicht da. So, das nehme ich mal noch mit, das kann eigentlich auch nicht schaden. Irgendwie muss man das Geld ja mal loswerden. Naja, schaut, er steht nicht mal da. Vielleicht stand er auch nur in der einen Mission da und ist erst doch dann nach Ende des Spiels da. Auf jeden Fall, das mache ich dann alles in der letzten Folge. Aber jetzt machen wir erst nochmal die Folge von Ray. Denn die ist sehr interessant und gibt halt, wie gesagt, die wahrscheinlich größte und geilste Belohnung hier im Spiel. Vorher werde ich das Ganze hier nochmal abspeichern, damit ich, falls ich die Mission nicht schaffe, nicht nochmal nach Staten Island fahren muss, denn die Mission ist, wie man sich so auch denken kann, auch nochmal ein bisschen knackiger. Die letzte ist sowieso absoluter Irrsinn. Aber die hier ist immerhin nochmal knackig. Was habe ich denn da alles drin? Kartell? Ja, Kartell und ein Enforcer. Sehr nice eigentlich. So, ich habe auch nur noch 13 Leben. Auch das sollte ich vielleicht nochmal ändern. Aber dürfte ja im Park direkt was sein. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mich... An die Mission kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nur an den... ans Ende, als man dann zu der Garage kommt. Na mal schauen, was der gute Ray denn jetzt hier nochmal von uns will. Das letzte Mal. Hier in GTA 3. Hallo Ray. Im Fadenkreuz. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my fight at the airport and I'll make it worth your while. Einfach nur zum Flughafen bringen? Oh, die Brücke wird von der CIA überwacht. Mensch. Dann müssen wir uns wohl eine andere Route suchen. Und was wäre da wohl günstiger als die Unterführung? Ja. Aber für diese Mission werde ich mich erst nochmal ein bisschen besser ausrüsten. Ach scheiße, ich habe gar keine Zeit dafür, wie ich das gerade sehe. Das ist natürlich schlecht. Okay, dann muss ich das anders machen. Wenn ich da keine Zeit für habe,
weil ich dann doch merke, dass 2 Minuten recht wenig sind. Ich muss die Unterführung nehmen. Ich wollte eigentlich gerade auf den Enforcer wechseln, weil ich mir gedacht habe, das könnte nochmal brenzlig werden, wenn da jetzt hier irgendjemand noch mitmischen will. Das wird interessant. Okay, wenn ich mir natürlich auch noch nebenbei Sterne einfange, mache ich es mir nochmal extra kompliziert. Das wird jetzt interessant, ob ich das in der Zeit her schaffe. Ich glaube auch irgendwie nicht so ganz, dass das alles ist. Einfach nur in einer gewissen Zeit zum Flughafen fahren? Wirklich? Aber immerhin soll er recht behalten. Er wird mich ordentlich entlohnen. Das wird richtig sein. Oh Mann, die Zeit ist ja echt bumsknapp. Mal schauen. Ich glaube nämlich, dass der Flughafen nämlich auch von der CIA überwacht wird. Und mir dementsprechend hier gleich einen Strich durch die Rechnung machen wird. Mal sehen, wie wir da durchkommen. Ich werde alleine schon von der Fahrzeit wird es ja schon knapp. Hört es mal an, wie die Zeit rast. Hau mal ab hier. Ich muss zum Flughafen. Das mit der anderen Route ist natürlich bis hierhin sehr einfach. Weil über die Brücke wäre halt recht schnell Park raus und hoch. Aber über die Unterführung muss man natürlich noch ein bisschen schneller fahren. Schöner Zeitdruck. Kommt schon, das sollte doch machbar sein. 30 Sekunden noch. Aber wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Oh ja, da ist der Haken. Oh, holy shit, die ballern ja hier wie Idioten. Ne? Aber ansonsten nichts. War es das etwa schon? So, Ray haut ab. Und ja, jetzt muss man noch ein Auto holen, aber da ist jetzt keine Gefahr mehr. Weil jetzt sucht man dich ja nicht mehr. Für dich interessieren sie sich weniger als für den Ray. Nehmen wir uns jetzt schön in Infernus. Und dann verpissen wir uns hier wieder. Und dann war die Mission ja doch sehr einfach, muss ich sagen. Da oben stehen sie immer noch. Aber ich bin so schnell, dass mir das absolut egal ist. Huh, da habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Für so eine einfache Mission ist die Belohnung dann wohl sehr mächtig. Muss ich einfach mal sagen. Ihr werdet es gleich sehen. Wir sollen was aus der Garage abholen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das was mit der Garage zu tun hat. Und wir müssen wieder nach Staten Island. Ich weiß nämlich noch, wo die Garage ist. So, und dann hat sich das erledigt. Dann war das gar nicht so schlimm. Wow, also das war echt mega einfach. Bin selbst gerade ein bisschen überrascht. Die Garage wird nämlich auch nicht bewacht, so viel ich weiß. Nun denn. Ich nehme das dankend an, weil die letzte Mission ist eh schwer genug. Wobei die durch die Requisite, von der ihr gerade gesprochen habt, deutlich einfacher wird. So, und der Ray, der sagt ja auch, ja, wir sehen uns wieder. Und damit soll er sogar tatsächlich recht behalten. Claude sieht ihn vielleicht nicht wieder, aber wir werden ihn wiedersehen. Denn es gibt nämlich einen kleinen Hinweis. Schon in GTA 3, ohne dass man eigentlich wusste, sagen wir mal, dass es... Fuck, du Wichser. Diese Wichser. Dass das Spiel ein Erfolg wird, war damals schon geplant, dass es eine Nachfolge geben wird. Ja. Und da gibt es eben 2 Hinweise. Ey, schrei nicht so rum. Zum einen eben jetzt der Hinweis mit Ray. Was er sagt. Und, jetzt passt auf, ich zeig's euch gleich. Muss ich nur noch schnell hinfahren. Es gibt hier nämlich ein kleines Schild, ein kleines Plakat, das den Hinweis darauf gibt. Und zwar, also man wusste damals auch schon, wo das nächste Spiel spielen wird. Und hier ist es nämlich. Das Schild nach Miami.
Und auch er sagt ja, see you in Miami oder see you later, ne? Alligator und so. Und ja, das ist der Hinweis. Denn Vice City, angelehnt an Miami. Und so soll es nämlich sein. Und hier ist die Garage, von der er gesprochen hat. Das ist blöd, dass ich das Auto jetzt hier parke. So. Und jetzt wird's interessant. Was finden wir hier? Passt gut auf meinen kugelsicheren Patriot auf. Ray. Und jetzt kommt's. Wir sehen uns in Miami. Da hätte es jetzt eigentlich gestanden. Erstmal gibt es natürlich noch hübsche Waffen. Und das ist er. Der Patriot. Und diesen Patriot. Da, jetzt steht es nochmal. Wir sehen uns in Miami. Man denkt sich so, ja, lass den Ray mal labern. Aber wer hätte gedacht, dass man in GTA 3 schon genau geplant hat, dass man GTA Vice City als nächstes machen möchte. Sehr nettes, sehr nette Anspielung auf jeden Fall. So, der Patriot ist nicht unzerstörbar. Er ist nur kugelsicher. Und deswegen muss dieser Patriot hier erst einmal gesaved werden. Und zwar wirklich mit deinem Leben. So, der geht jetzt erstmal raus. Den braucht nämlich kein Mensch, den Kartell. So, sondern eben diesen kugelsicheren Patriot. Und es ist selbstverständlich auch der einzige kugelsichere Wagen hier in GTA 3. Ich werde euch das natürlich auch gleich gerne noch demonstrieren, aber ich möchte das Ding jetzt hier erstmal abspeichern. Das wäre mir wichtiger als alles andere gerade. So, damit habe ich das nämlich auch offiziell geschafft. So, und jetzt werde ich euch das natürlich gerne zeigen, dass der Wagen das tatsächlich aushält. So, es ist absolut egal mit welcher Waffe. Wir können hier mit der Uzi draufballern, wie wir lustig sind. Und für alle, die sagen, ach, die Uzi hat doch keine Durchschlagskraft. Gut, von mir aus. Hier, mein Freund, die M16. Dieses Auto würde in einer Sekunde explodieren. Hier passiert nichts. Dieser Wagen ist unzerstörbar, zumindest von den Kugeln her. Was natürlich machbar wäre, ich könnte ihn in die Luft sprengen. Das möchte ich aber nicht. So, das war jetzt die letzte Mission. Also jetzt gibt es also die letzte normale Mission. Jetzt gibt es halt nur noch Finale. Was hat das jetzt gegeben? Kein Prozent! Alter! Ich habe nur noch eine Mission, nur noch zwei Päckchen fehlen. Ansonsten habe ich alles. Was geht denn? Wie viel gibt denn die letzte Mission dann? 9% oder was? Naja, gut, sagen wir 8. Krass. Okay. Sehr vorteilhaft wäre es natürlich auch, wenn man mit dem Patriot versuchen würde, den FBI-Wagen zu klauen. Aber dann müsste man halt eben... Ich muss ja gar nicht speichern. Haha, guck mal, ich bin rausgerannt. Dann müsste man ja gar nicht... Warte mal, ich pack dich jetzt mal lieber wieder ein. Every time. From films to the... Das kann man zum Beispiel am Ende machen, wenn man den Wagen nicht mehr braucht. Dann wäre sowas zum Beispiel ganz sinnvoll. Jetzt aber dafür zu verschwenden, ist natürlich Quatsch. Ich würde es jetzt gerne versuchen, die 5 Sterne zu kriegen und versuchen, einen FBI-Wagen zu klauen. Glauben tue ich da nicht dran. Aber gut, ich werde mich dementsprechend ausrüsten. Und dann gucken wir mal, was geht. Ich gebe mir jetzt auch nur einen Versuch. Also ich werde das jetzt nicht provozieren, weil sonst meint das lieber mit dem Panzer. Wenn dann hier alles vorbei ist, weil dann ist es nämlich recht easy. Boah, da lässt sich kaum noch steuern. So, und ich werde mich darauf vorbereiten, indem ich mir einfach den zweitsichersten Wagen im Spiel nehme. Nämlich den Barracks Oil. Oder Oil. Das finde ich in Oil. So. Kurz bei Phil vorbeigeschaut. Mal ein bisschen Geld ausgeben. Juhu. So, und dann nehme ich mir den da. Und das ist, wie gesagt, also sicherer kann ich im Moment nicht sein. Der wäre für die letzte Mission sicherlich auch ganz gut. Aber der geht halt irgendwann kaputt.
So, wo wäre es jetzt clever? Am besten, ich provoziere es direkt hier, wo ich bin. Und dafür ist es sogar ganz praktisch, dass ich die Dinger habe. Weil da kann ich schön was in die Luft sprengen. Das war absolut unnötig. Aber vor allem, weil der Bulle direkt daneben steht. Aber dann kriege ich wenigstens schnell die Sterne voll. Und ihr habt endlich mal ein bisschen Spaß und könnt hier mal ein bisschen Randale in der City erleben. Oh ja, Hubschrauber zerstören, das gibt immer einen Stern drauf. Ach, die überfahren mich gleich. Ungünstig, genau neben dem Wagen. Okay, jetzt muss ich laufen. Bin mal gespannt, wie ich jetzt noch den fünften Stern drauf kriegen will. Einfach ein paar Menschen überfahren. Komm schon, gib mir den fünften Stern. Jawohl. So, jetzt heißt es nur noch aufs FBI warten. Und dann, ich bin natürlich clever und gehe schon mal da unten hin. Da ist einer. Ich muss jetzt nur noch aussteigen lassen. Steigt aus, steigt aus, steigt aus. Ihr müsst aus. Okay, mein Wagen brennt. Oh, ich hab ihn! Oh, ich hab ihn! Holy shit! Und jetzt weg hier, weg hier, weg hier! Oh, ich hatte gerade so Schiss, dass der Polizeiwagen direkt neben mir explodiert. Wenn ich jetzt da runterkomme, heil. Oh Gott, nein, 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 nein. Verpisst euch, verpisst euch. Alter. Komm, 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 komm. Oh. Holy shit. Leck mich doch am Arsch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jo, Leute, ich hab das FBI-Fahrzeug. Nice, alles richtig gemacht. Fast vom Burrows Oil draufgegangen. Oh. Boah, und dann auch noch. Boah, geil. Einfach nur noch zurückbringen. Kein Stern mehr. Alles perfekt gemacht. Gut, dass wir die Bürgerwehrmission gemacht haben. Weil wenn du das nicht hast und du musst mit 5 Sternen da nach Portland, das schaffst du nicht. Nicht mit diesem Wagen. Boah, das FBI-Fahrzeug ist auch so geil. Das feiere ich so krank. Ist quasi ein Kuruma, ne? So wie der Mafia Sentinel ist das hier der FBI Kuruma. Und der ist halt auch sehr nice. Schon fast schade, dass ich den jetzt hergeben muss. Aber dann habe ich immerhin nochmal wieder was geschafft. Sehr geil. So, dann fehlt da nämlich auch nur noch der Panzer. Und dann sind wir den 100% so krank nah. Das ist einfach nur nice. So, und dieses Bild gucken wir uns nicht an. FBI-Fahrzeug abgeben ist FBI-Fahrzeug abgeben. Ich gehe das Ding jetzt einfach nur noch speichern. Denn das ist, da habe ich jetzt sehr gut gehandelt, möchte ich sagen. Dass ich das so hinbekommen habe. Da werden die sich freuen. Jetzt noch den Panzer. Den Panzer zu kriegen aus dem Spiel heraus ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also es geht natürlich. Du müsstest halt auch schauen, bis du auf den Panzer triffst. Den auch erstmal klauen. Ich hatte auch Glück, dass die vom FBI mich nicht einfach zerschossen haben, als alle 4 ausgestiegen sind. Aber es ist eine harte Sache. So, $1500, gell, für ein FBI-Fahrzeug. Schon lächerlich. Und wir werden am Ende mit 6 Millionen aus dem Spiel rausgehen. Das ist natürlich sehr nice. Oh Mann, jetzt fehlen 2 Päckchen. Der Panzer, die Bürgerwehrmission und natürlich die Krankenwagenmission, aber nein, das sei mal dahingestellt, wie wir das lösen. Vielleicht werde ich es nochmal probieren hier irgendwie. Vielleicht geht's nach der Story nochmal irgendwie. Aber ich glaube es eigentlich fast nicht. So, ganz wichtig, dass ich jetzt immer gucke, dass dieser Patriot drin ist. Ist der nämlich aus irgendeinem Grund rausgebackt? Ich krieg den nie wieder. Er ist da. Gut, weil die letzte Mission ohne diesen Patriot möchtet ihr nicht machen. Ihr werdet dann sehen, warum. Das war's jetzt erstmal von mir.
Ihr müsst mir jetzt helfen. Ihr habt mir hoffentlich schon geholfen. Ich muss einfach nur noch warten, bis die Folgen veröffentlicht wurden, damit ich handeln kann. Zwei Päckchen. Ja, mehr müsst ihr ja gar nicht tun, weil den Panzer kriege ich selber noch in die Bürgerwehrmission auch und die letzte Mission auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Kann sein, dass der Part nachdem ein paar Tage dauert, bis er kommt, weil ich erstmal alles lesen muss und so. Aber lasst euch dann einfach überraschen. Wir sehen uns. Haut ordentlich rein. Bis dahin. Servus.